This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich wollte euch heute mal jetzt zeigen, wo ich jetzt wieder angekommen bin. In der Sonne, im Warmen und gleich mal Kokosnüsse gesucht und gefunden. Und hier übrigens, so, guck, so schauen die aus, die Kokosnüsse, wenn die, das sind so die braunen Kokosnüsse, die man im Supermarkt findet. Da ist dann nur, also in Deutschland jetzt, da ist dann nur hier, wie ihr seht, so diese, das Äußere hier abgeschält, und das sind eben die älteren Kokosnüsse, die haben dann mehr Kokosfleisch, also es wird hier immer dicker, das Kokosfleisch. Bei jüngeren Kokosnüssen, das hier sind jüngere, hier sind sie dann noch grün, die jüngeren, da ist das Kokosfleisch dann wesentlich dünner, hier oben, das kann man auch einfach so abschaben, das ist auch noch nicht so fettig, und da ist eben mehr Wasser drin, die sind noch süßer, und dann später zieht sich das Ganze immer mehr in das Fleisch und es wird dann immer fettiger, und genau, irgendwann bildet sich dann hier draus so ein Keim, wenn die dann liegen, und dann wächst da so eine neue Kokospalme raus. Auch ganz schön anzuschauen, genau. Ja, und jetzt, oh. Und ich bin eben jetzt hier wieder im Warmen im Winter. Schau mal kurz an den Strand ein bisschen. Es ist gerade ziemlich windig im Moment. Es hat noch viel geregnet die letzten Tage, aber jetzt wird das Wetter wieder besser, denke ich mal. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt man hier wieder voll runter, wenn man so im Stress war von Deutschland. Und sobald man irgendwie auf der Insel ist, so schwappt alles von einem ab und alles ist wieder gut. Und ja, ich freue mich jetzt schon, dann auf dem Retreat auch hier zu organisieren. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.